Ja, kein Apple-Event ohne Zeier. Bingo. Ja, genau. Ich mache als Vorschau auf die Apple-Events jeweils eine Bingo-Karte. Andere machen da Bier ernste Prognosen und Vorhersagen und wissen alles ganz genau. Ich weiß eigentlich nichts. Darum ist die Bingo-Karte das ideale Werkzeug dazu. Also, was habe ich dieses Mal alles aufgeschrieben? Übrigens, falls ihr selber eine ausfüllen wollt, ich verlinke die Bingo-Karte unten am Video, dann könnt ihr selber eine ausfüllen und dann schauen wir. Also ich bin gerade fertig geworden mit Ausfüllen und dann gehen wir die Punkte noch schnell zusammen durch und dann ja, muss ich hier auch schon bald los. Ja, die Reise nach Cupertino steht ja bevor. Also, Bingo-Karte. Punkt Nummer 1. Ich bin mir ziemlich sicher, es wird wieder ein Video-Event. Genau, denkt ihr euch jetzt, aber warum fliegt ihr denn dahin? Nun, das war in der WWDC auch schon so. Man saß da im Publikum, Tim Cook saß, hat alle begrüßt und dann gesagt, und jetzt schauen wir uns das Video. Ich denke, sie machen es wieder so, weil sie das Video vermutlich schon haben und ist einfach sicherer. Ich glaube nicht, dass es ein klassischer Event mit ganz vielen Leuten auf der Bühne wird. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es wieder so wäre, aber ich glaube, ganz so weit sind wir schon noch nicht. Nächster Punkt, wo ich noch fast keine Gerüchte dazu gelesen habe und dachte, komm, sei ein bisschen frech. Es gibt eine neue Apple TV Box. Ich habe extra noch Box hingeschrieben, dass klar ist, um was es geht. Ja, ich vermute, es gibt eine neue Apple TV Box. Mal schauen, was die dann mehr kann. Vermutlich einfach ein neuer Prozessor drin und das war's. Ich wünschte mir, die würden da sich mal ein bisschen mehr Mühe geben, das ein bisschen spannender machen. Die Rede von einer Soundbar mit integriertem Apple TV und so sind ja alle Feuer und Flamme von ich auch, das wäre großartig. Oder ja auch das Comeback der HomePods, aber ich fürchte, es wird höchstens die Apple TV Box werden. Wo wir es von Apple TV Box haben, ich wette ein Vermögen, wir werden wieder Trailer sehen für Apple TV Plus, den Fernsehdienst von Apple, den ich anfangs ein bisschen belächelt habe, inzwischen, ja, ich lache nicht mehr drüber. Die Qualität ist einfach so gut. Immer wieder finde ich da wieder eine Serie. Ich habe ihn jetzt auch gerade wieder abonniert. Ich kündige ihn dann immer wieder, wenn ich durch bin und es lockt mich immer wieder zurück, um neue Serien zu gucken. Slow Horses beispielsweise mit Gary Oldman ist unglaublich gut. Dann, ups, so. Die AirPods Pro, oh, ich habe AirPods Pro geschrieben, müssen natürlich AirPods Pro 2 heißen, müssen wir gleich noch korrigieren. Bearbeiten, Stift. Hast du noch Platz für eine 2? Ja, ja. Fertig. Zack. Nein, schön, Schriftwettbewerb kriegt das nichts, aber weil ich ja eh alles vorlese, ist es halbwegs egal, wie ich es geschrieben habe. Nein, die AirPods Pro 2, ich denke, die kommen an diesem Event und die hätten es auch verdient, mal wieder auf die große Bühne zu kommen. Die ersten AirPods Pro kamen ja so ein bisschen nebenher damals, irgendwann im November war es, vor 2 oder 3 Jahren sogar schon. Und das ist ein bisschen untergegangen und die hätten es verdient, auf die große Bühne zu kommen. Die sind wirklich unglaublich gut und ich denke, die 2er werden noch mal besser, weil ein Feature so spannend ist, dass ich es gleich aufgeschrieben habe. Genau, Lossless Bluetooth. Lossless Audio ist das, was Audiofans so unglaublich mögen, wenn die Musik nicht komprimiert ist und wenn sie super tönt. Ich persönlich als alter Audio-Depp merke den Unterschied ja nicht, aber technisch wäre es relativ aufwendig und spannend, wenn Apple das hinkriegen würde. Darum habe ich es auf die Bingo-Karte gesetzt. Mal schauen, ob sie das jetzt hinkriegen und vor allem, ob man es auch in den AirPods Max dann hätte. Weil das wären ja eigentlich die Kopfhörer, wo man Lossless haben müsste. Würde dann voraussetzen, dass es neue AirPods Max gibt, vermutlich, und da rechne ich gar nicht damit. Aber mal schauen. Dann, wo alle damit rechnen, ist ein iPhone 14. Das können wir gleich mit dem nächsten Bingo-Punkt zusammen besprechen. Das iPhone 14 Max. Genau. Während das iPhone 14 vielleicht ein bisschen langweilig wird, anscheinend selber Prozessor mit kleinen Verbesserungen drin, ansonsten auch nicht wahnsinnig viel, gibt's das iPhone in der Basisvariante künftig auch in größer. Ob es jetzt Max oder Plus heißt, keine Ahnung. Ich tippe auf Max, macht irgendwie mehr Sinn. Und ja, ein großes iPhone. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Bingo-Punkt. Schwupps, kein Mini mehr. Ja, seit Jahren gibt es Gerüchte, das iPhone Mini sei ein Flop. Ich glaube das ja nicht. Ich sehe so viele Leute, die das mögen. Aber klar, vermutlich ist es ein Bubble-Effekt. Und kann auch sein, dass iPhone Mini-Kunden einfach ein bisschen länger brauchen, ein bisschen neues Gerät kaufen.
Auf jeden Fall sieht es ganz danach aus, als würde das iPhone Mini aus dem Sortiment purzeln. Ich habe dazu zwei Gedanken. Erstens, ich kann mir vorstellen, dass es wie bei den iPads künftig ist, dass einfach nur alle paar Jahre ein Mini kommt. Das ist Option 1. Oder wenn es komplett verschwindet, wäre es natürlich praktisch für App-Entwickler, weil es ist schon relativ komplex, eine App zu entwickeln, die sowohl auf dem iPhone Mini wie auf dem iPhone Pro Max gut ausschaut. Da kannst du nicht einfach die Bedienelemente des iPhone Mini groß machen auf dem Max oder die Bedienelemente des Max auf dem Mini klein. Da musst du alles neu anordnen. Das ist kompliziert. Und wenn Apple das wieder ein bisschen einheitlicher hinkriegen würde, würden sicher viele Entwickler aufatmen. War ja früher eine der Stärken des iPhones, dass es halt immer nur eine Bildschirmgröße gab und darum war es so einfach, dafür Apps zu machen. Inzwischen ist es beim iPhone auch ja nicht unkompliziert, sagen wir es mal so. Dann kommen wir zu den Pro-iPhones. Da können wir auch wieder beide aufs Mal nehmen. iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max. Da bin ich sehr gespannt. Natürlich auch auf die Farben. Die Gerüchte sagen mal wieder violett. Auch Kupfer oder Bronze ist wieder im Rennen. Dazu sage ich einfach, Farbgerüchte haben sich in den letzten Jahren eigentlich immer als falsch herausgestellt. Und wenn, wurden sie dann immer erst ein Jahr später wahr. Darum sind meine Erwartungen an ein violettes, dunkelviolettes iPhone sehr, sehr tief. Aber ich würde mich natürlich sehr darüber freuen. Die spannendste Neuerung bei den Pro-iPhones dürfte auf jeden Fall der neue Sensor sein mit 48 Megapixel. Ich bin ja hier ein erklärter Fan von 12 Megapixel. Mehr braucht man eigentlich nicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, mehr braucht kein Mensch, aber das ist mir neulich schon zum Verhängnis geworden, als ich über Monopods gewitzelt habe und gesagt habe, die braucht kein Mensch. Stimmt natürlich nicht, ich brauche sie einfach nicht. Es gibt durchaus gute Gründe, einen Monopod zu kaufen. Und mit 48 Megapixel gibt es auch gute Gründe. Man kann ein bisschen besser ins Bild reinzoomen und solche Sachen. Aber ja, ich bin gespannt, was Apple daraus macht. Ob man dann überhaupt sieht, dass es 48 Megapixel sind oder ob die Pro dann irgendwo eine Funktion haben, um die freizuschalten. Mal schauen. Ich bin wirklich kein Fan von vielen Megapixel. Ich habe lieber gute Megapixel. Aber wir werden es rausfinden. Apropos, wo ich ein Fan von bin. Ich bin ja auch kein Fan von Lightning. Ich ärgere mich jedes zweite Video darüber. Aber es sieht nicht so aus, als wäre es dieses Jahr schon soweit. Darum meine Prognose, nix USB-C. Das habe ich, glaube ich, letztes Jahr schon aufgeschrieben gehabt und hat es keiner hingekriegt. Nur Sony hat es hingekriegt in neuen Handys. Zeitlupe in 4K. Weil Zeitlupe in 4K ist unglaublich rechenintensiv. Da wird das Handy heiß, der Akku saust drunter. Da trauen sich die Hersteller nicht wirklich ran. Und wenn es jemand kann, dann doch bitte Apple mit den unglaublich leistungsfähigen Prozessoren, die da drin stecken. Jetzt kommt ja, glaube ich, der A16 ist schon dran. Das ist ja auch witzig, dass nur das Pro anscheinend den A16 kriegt, das 14 ohne Pro noch den alten Prozessor ein bisschen aufgemotzt, aber das habe ich jetzt nicht auf die Bingo-Karte geschrieben. Interessiert mich auch nicht sonderlich. Dann, was ich auch noch aufgeschrieben habe, dachte, wenn Sie sich schon so Mühe mit der Kamera geben, wenn Sie schon nicht 4K Zeitlupe hinkriegen, was Schwieriges, habe ich mir was anderes Schwieriges hingeschrieben. Nachtmodus für Video. Ja, mal schauen, ob Sie das hinkriegen. Das wäre auch technisch nicht ganz trivial. Ein paar Hersteller haben schon ähnliche Sachen. Technisch überhaupt nicht komplex, ist der immer an Bildschirm. Aber der ist halt komplex bei der Software, dass man den so macht, dass den jemand nutzen möchte. Bei Android-Handys ist der ja inzwischen überall wieder deaktiviert, obwohl die das eigentlich alle könnten. Was offensichtlich niemand nutzt, frisst nur Akku und besonders cool ist es auch nicht. Mal schauen, ob Apple das besser hinkriegt. Sieht ja ganz so aus, als wäre es jetzt soweit. Dann kommen wir zu den Apple Watches. Ich glaube ja, der Event wird ein großes Uhrenfestival. Na klar, sagt er, das ist ja der Uhrenfan. Aber ich glaube wirklich, es wird ein großer Uhren-Event. Als erstes wird es natürlich eine neue Apple Watch Series 8 geben. Da erwarte ich nicht wahnsinnig viel Neuerung, ein bisschen neue Farben. Vielleicht eben so ein Temperatursensor drin, der dann einfach sagt, Achtung, du hast ein bisschen hohe Temperatur, geh mal messen oder sowas. Ich denke, das sind so die Sachen, da erwarte ich nicht wahnsinnig viel. Wo ich mehr erwarte, ist bei der Apple Watch SE 2, das ist das günstige Modell. Die hat nämlich zwei Aufgaben in meinem Notizbuch. Erstens, sie muss die Apple Watch Series 3 endlich überflüssig machen. Die muss jetzt wirklich aus dem System fallen, weil die kriegt ja auch das neue WatchOS gar nicht mehr. So gut sie auch immer noch ist, aber wenn Apple da nicht mal das neue WatchOS draufkriegt, dann muss da ein Ersatz her und ich glaube, es wird die Apple Watch SE 2 oder die Apple Watch SE 1 rückt im Preis nach unten und die SE 2 kommt obendrauf.
Was ich aber vor allem möchte von der SE 2 ist, dass sie ihn immer an den Bildschirm kriegt. Ich finde, alle Apple Watches müssten ein bisschen einheitlicher sein, was Technologie angeht. Das würde auch alles für die Entwickler ein bisschen vereinfachen und sähe einfach auch besser aus. Viele Leute unterschätzen den immer an Bildschirm, weil sie ihn nicht haben. Wenn man den mal hatte, möchte man den nie wieder missen. Darum, ich finde, der gehört einfach zu einer Uhr dazu und halt auch zur SE 2. Dann natürlich das große Ding am Event, die neue professionelle Apple Watch. Das habe ich letztes Jahr ja schon vermutet, dass, weil die 7er so gut ist, dass jetzt Zeit wird zu diversifizieren und sieht ganz danach aus, als käme das. Darum bin ich sehr gespannt, was die Apple Watch Professional bringen wird. Vermutlich wird sie Pro heißen, aber ich fände es so viel schöner, wenn sie Apple Watch Professional heißen würde. Wäre ein bisschen Widerspruch zu allen anderen Pro-Produkten bei Apple, aber wäre halt so im Uhrenkosmos, wäre es wunderschön, wenn sie so heißen würde. Dann ein ganz sicherer Tipp da. Ja, ich muss noch ein paar Punkte machen, dass ich da nicht schlecht ausschaue in meinem Bingo. Neue Zifferblätter. Da kann ja nichts schief gehen, da kommen wir ganz sicher. Und der nächste sichere Tipp. Ganz neue Armbänder. Ja, da bin ich sehr gespannt, zusammen mit der Professional, was es da dann für neue Armbänder gibt. Macht da Apple was rundum Neues? Ich bin ja nicht mal sicher, ob sie überhaupt kompatibel sind mit der großen Apple Watch. Oder ob es ein ganz neues Armbändersystem wird. Da bin ich so gespannt drauf. Also Armbänder sind immer etwas vom Spannendsten ab den Apple-Events, obwohl sie nur ganz, ganz wenig Raum kriegen. Da bin ich super gespannt. Dann, ja, so traurig es auch ist, aber ich glaube, die Apple Watch Edition ist am Ende. Ja, wird ersetzt durch diese Professional Pro oder was auch immer. Die Edition war ja ursprünglich die Golduhr, dann die Keramikuhr, die Titanuhr. So wollte ich gerade schauen, aber ich habe heute gar nicht meine Titanuhr an. Ich habe passend zur Withings-Uhr, die ich besprochen habe, habe ich immer noch die grüne Apple Watch an. Ja, auf jeden Fall keine Edition mehr. Dann ganz viele Satellitengerüchte überall. Da glaube ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, dass man da irgendwie mit der Apple Watch Professional einen Notruf absetzen kann per Satellitenfunk oder mit dem iPhone, wenn man einen Autounfall hat, dass das per Satellit die Notrufe informiert, aber ich glaube, das ist noch nicht so weit. Das einzige Satellitendings muss ich extra noch hinschreiben, natürlich GPS, da führt wohl kein Weg dran vorbei, das haben die alle Geräte drin. Dann noch ein sicherer Tipp, naja, so sicher bin ich mir nicht. Ich könnte mir, in der Regel wurde immer das normale iPad an den iPhone-Events aktualisiert. Dieses Mal glaube ich allerdings nicht daran, weil es vermutlich ein größerer Sprung wird und das wollen sie dann vermutlich mit den anderen iPads zusammen machen. Darum, ich glaube, keine iPads an diesem Event. Und zum Schluss noch one more thing. Ja, ich denke, die Apple Watch Professional ist das one more thing. Tim Cook hat schon lange nicht mehr one more thing gesagt. Er hat es mal gesagt bei der Apple Watch ursprünglich 2014, dann 2015 bei Apple Music und 2017 noch bei, was war es, das iPhone X. Einmal hat er noch One Last Thing gesagt, das war beim HomePod. Aber ich denke, ein One More Thing ist wieder mal fällig und die Apple Watch Professional wäre genau der Grund dafür. So, das ist sie also, die Bingo-Karte. Falls ihr auch eine ausfüllen wollt, findet ihr die unten an diesem Video. Ja, und ich muss jetzt eigentlich nur noch schnipsen, weil, ja, ihr seht's gleich. Ja, ich dachte, ich zeichne noch einen Abschiedsgruß vom Flughafen auf. Ziemlich voll hier heute. Ich habe mich hier in eine kleine Ecke des Flughafens Zürich verkrochen, ehe es hier losgeht. Etwas müssen wir noch ganz schnell anschauen. Oh, hier hinten wird applaudiert, aber nicht für mich, kann ich euch versichern. Nein, über Nacht habe ich noch erste Render gesehen der möglichen Apple Watch Professional oder Pro. Die sehen wirklich sehr, sehr spannend aus, sind halt wie Ränder, immer ein bisschen zu kantig, ein bisschen zu eckig, so wirklich richtig sehen sie nicht aus. Ian, der jeweils für Frontpage da den John Prosser Renders macht, hat dann auch was publiziert und dann habe ich auch gesagt, das ist immer noch zu kantig, worauf er mir auf Twitter nochmal ein bisschen rundere geschickt hat und die haben wirklich sehr, sehr viel Potenzial. Sollte das wirklich das Design sein, mir gefällt es sehr. Erinnert mich an die Nautilus. Ja, eine ganz berühmte Uhr von Patek, die übrigens dieselben Zeiger wie die Apple Watch hat. Von daher sicher kein Zufall. So, jetzt wird es hier auch langsam voll, die Leute drängen da. Ich muss auch los. Also, wir sehen uns in
Cupertino. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir die unten in die Kommentare. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls nein, Daumen nach unten. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen, dann verpasst ihr auch nichts. Und dann sehen wir uns, ja, schon bald wieder.